Die Lochmühle ist eine im Wesen netzteiligende Mühlenanlage in der sächsischen Schweiz. Die 1559 erstmals erwähnte Mahlmühle befindet sich am Eingangsbereich zum Liebetaler Grund, einem engen Durchbruchstall der Wesennetz durch den Elbsandstein. Mit Aufkommen des Tourismus in der sächsischen Schweiz entwickelte sich die Mühle im 19. Jahrhundert zu einem beliebten Gasthaus. Allerdings steht die Anlage seit Anfang der 1990er Jahre leer. Die Lochmühle wird urkundlich erstmals 1559 als Mahlmühle erwähnt. Ihr Bau erfolgte vermutlich kurz vorher, denn in der Erwähnung wird gesagt, diese Mühle ist noch nicht volkömmlich erbaut. 1561 ist von der neuen Mühle unter Milsdorf die Rede. Ein Felssturz zerstörte 1681 die Mühle, die daraufhin 30 Schritt flussaufwärts neu errichtet wurde. Der Betrieb der Mühle gestaltete sich schwierig, darauf weisen zahlreiche Besitzerwechsel hin. Allein zwischen 1561 und 1681 sind wenigstens 7 verschiedene Inhaber der Mühle überliefert. Im Gegensatz zu anderen Mühlen in der sächsischen Schweiz konnte sich ein Familienbetrieb in der Lochmühle nicht etablieren. Schwierigkeiten beim Betrieb der Mühle ergaben sich insbesondere durch die abseitige Lage im tief und steil eingeschnittenen Tal der Wesennitz. Die buchstäblich im Loch gelegene Mühle war nur zu Fuß über steile Pfade und Treppenanlagen von Mühlsdorf und Daube aus erreichbar. Ein An- und Abtransport per Pferdewagen war lange Zeit nicht möglich. Erst 1799 wurde ein Fahrweg von Mühlsdorf zur Lochmühle angelegt, der aufgrund seiner Steilheit immer noch äußerst schwierig zu passieren war. Die Getreide- und Mehlsäcke wurden auch auf diesem Weg in der Regel nicht per Pferdewagen, sondern auf dem Rücken von Eseln aus dem Tal transportiert. Die enge Lage im Tal ließ für die Müller auch keine Landwirtschaft im Nebenerwerb zu, da Feld- und Wiesenflächen fehlten. Im Zuge der seit Ende des 18. Jahrhunderts beginnenden touristischen Erschließung der sächsischen Schweiz stellte die Lochmühle die erste Begegnung der Wanderer mit der wildromantischen Felsenwelt des Sandsteingebirges dar. Bis zur Fertigstellung der Elbtalbahn, 1851, galt die Route von Pillnitz über Graupa und die Lochmühle weiter nach Lohmen und zur Bastei als Hauptzugangsweg in die sächsische Schweiz. Der Fremdenverkehr entwickelte sich zu einem lohnenswerten Nebeneinkommen für die Lochmühle. Der steile von der Mühle nach Daube führende Stufenweg wurde 1820 durch den Besitzer der Lochmühle ausgebaut. 1841 wurde der im Tal selbst verlaufende Weg von Liebetal zur Lochmühle als Wanderweg angelegt. Dieser Weg wurde 1882 zur nächsten flussaufwärts führenden Mühle, der Daube-Mühle, verlängert. Damit war das wildromantische Wesennetztal im Liebetaler Grund für den Fremdenverkehr nun noch attraktiver und besser erlebbar. Die Lochmühle selbst fiel 1828 einem Feuer zum Opfer, wurde durch den damaligen Besitzer Friedrich August Schreiter aber umgehend durch einen Neubau mit 4-mal Gängen neu errichtet. 1842 erhielt Schreiter die Genehmigung zum Betrieb einer Gastwirtschaft in der Mühle. Zu den Gästen der Mühle zählten auch Maler, Dichter und Komponisten, die den Liebetaler Grund mit der Lochmühle als westliches Eingangstor zur sächsischen Schweiz passierten. Aus dieser Zeit existieren zahlreiche historische Abbildungen der Lochmühle. Der Weg durch den Grund an der Mühle vorbei und weiter in Richtung Lohmen ist deshalb heute ein Teil des Dichter-Musiker-Malerweges sowie des Malerweges. Im Sommer 1846 weilte Richard Wagner mehrmals in der Lochmühle und komponierte hier Teile der Oper Lohengrin. An Wagners Aufenthalt erinnert das 1933 unweit der Lochmühle errichtete Richard Wagner-Denkmal. Für dessen Bau stellte der Wirt der Lochmühle das Grundstücke zur Verfügung, da er sich davon eine Steigerung der Gästezahl in der Mühle erhoffte. Der letzte Lochmühler mit Namen Schmidt verunglückte Silvester 1880 tödlich im Räderwerk seiner Mühle. Danach wurde der Mahlbetrieb eingestellt und die Lochmühle ausschließlich als Gasthaus genutzt. Eine anfängliche Nutzung auch als Beherbergungsstätte konnte sich auf Dauer jedoch nicht etablieren. 1989 sollte die Mühle zu einem Betriebsferienheim mit Gaststätte umgenutzt werden. Die Planungen kamen im Zuge der Wende und des Endes der DDR jedoch nicht mehr zur Umsetzung. Da auch die Nutzung als Gasthaus eingestellt wurde, stand die Mühle seit der Wendezeit der und verfiel zusehends. 2015 wurden Pläne bekannt, nach denen ein Investor die Sanierung und Integration in einen Hotelneubau plant. Dabei sollen der Hotelneubau auf der Hochfläche über dem Wesennetztal und die Lochmühle mit einem Panoramaaufzug verbunden werden. Im März 2017 begannen Sicherungsarbeiten an der Lochmühle,
bei denen zuerst das einsturzgefährdete Dach abgebrochen und durch ein Interimsdach ersetzt wurde. Hat dir mein Film gefallen? Ja? Hinterlasse doch bitte einen Kommentar und wenn noch nicht geschehen, abonniere kostenlos meinen Kanal, damit verpasst du auch meine neuen Filme nicht.